auch hier, ich weiß gar nicht, was ich da machen soll. Hier, das ist doch nicht zu glauben. Ja, liebe Radfüße, ich habe hier ein ganz, 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 hier überall. Hier sieht man sehr schön, da, da, da. Ich habe ein ganz merkwürdiges Fremdgras. Hier blüht es auch. Das ziehen wir mal raus. Hier siehst du das noch? Das ziehen wir mal raus. Es reißt dann auch so nicht komplett. Ey, Wahnsinn! Das ist das hier, das Gras. Das hat sich hier in meine Rasenfläche eingeschlichen. Wir haben das schon mal bestimmen lassen über Google. Das blüht auch hier. Hier ist die Blüte. Interessanterweise. Und ganz oberflächlich wurzelnd, horstartig wurzelnd und ist mittlerweile überall hier drin. Ist kaum zu sehen, außer dadurch, hier ein bisschen, oh, guck, hast du das drauf? Es ist der Wahnsinn. Ist doch der Wahnsinn. Das, wo kommt denn dieses Gras her? Kann man nur erkennen an dieser etwas noch feineren Struktur hier auch. Das ist auch an dieser feineren Struktur und an diesem etwas dunkleren, an dieser etwas dunkleren Optik. Oh, hier auch. Das ist, guck mal, das ist auch ein richtig großer Placken. Und ich reiße mir jetzt hier so richtige Löcher in meinen Rasen rein. Das ist echt furchtbar. Hier auch, da ist auch so eins. Das hat hier nichts in meinem Rasen verloren. Oh Mann, ey. Und ich habe gedacht, die Poano hat ein Problem. Das darf doch nicht wahr sein. Was ist das bloß? Oh, wir müssen das unbedingt nochmal googeln. Hast du dein Google-Handy da? Wir haben es jetzt mal eben nochmal gegoogelt. Das ist nämlich, also Google, oh. Google sagt, das ist die Krötenbinse. Die Krötenbinse. Reiß mir hier tiefe Löcher in den Rasen. Hier ist noch eins. Ich filme das mal. So ganz flach unterscheide ich durch diese ganz feinen, borstenartigen Blätter. Ist, wie gesagt, horstbildend, ganz flach wurzelnd, hat so fleischige, was nennt sich das, Triebe da unten. Und ist natürlich überhaupt nicht gewünscht im Rasen. Und ich mache mir solche Löcher hier rein. Ja, dann muss ich gleich Sand reinkippen und ein bisschen nachsehen. Hier, guck mal, was ich schon alles gesammelt habe. Hier. Nur mal so eben für euch zur Demonstration. Mal so eben auf die Schnelle habe ich dieses Zeug aus meinem Rasen rausgeholt. Das könnte jetzt das Thumbnail sein. Krötenbinse. Es ist ja jetzt wichtig, dass man ganz schnell diese Schäden wieder schließt. Also nehme ich jetzt hier meine Restmenge von meiner Spezialmischung Poa Pratensis Hilda, Festuca Rupa Commutata Homestar und Festuca Rupa Trichophylla Perfein. Das habe ich hier gemischt. Da haue ich jetzt, ja, schöne Handvoll in das Eimerchen rein und haue da Sand rein und misch das jetzt durch. Ich misch das vielleicht noch ein bisschen mehr. Viel hilft viel. So, misch das durch mit dem Sand und habe quasi damit so eine Reparaturmischung kreiert, wie das auf dem Golfplatz übrigens auch gemacht wird. Da gibt es immer so Reparaturflaschen. Na? Na? Hier auch. Oh Mann! So, und dann machen wir so ein bisschen so hier. Zack. Fertig. Einfach ein bisschen nachsehen. Hier rein.
Knie rein. Einfach so ein bisschen drauf. Sand geht immer. Da. Und damit machen wir die Löcher zu und haben eben gleich so ein bisschen Saatgut mit drin. Und ist jetzt natürlich keine Lolium-Perenne. Aber da kann man nicht viel falsch machen. Ne? Das ist das Schöne. Einfach zack, verreiben. Wunderbar. Und hoffen, dass dadurch eben dann diese Löcher, hier ist auch noch ein Loch, schnell geschlossen werden. Wo noch? Hier. Da habe ich was rausgerissen. Oh, hier. Ja, 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 ja. Da mal ein bisschen mehr rein. So. Brutal. So, also das ist quasi jetzt meine Lösung, um diese Schäden möglichst schnell wieder nachzusehen, nachwachsen zu lassen. Da ist auch ein Loch. So, hier ist sie auch nochmal. Oh Mann, da drehst du durch. Rasenpflege ist reiner Spaß. Da drehst du durch. Das ist eine grundsätzlich sehr gute Methode, um irgendwelche Schäden, wenn man jetzt irgendwelche Unkräuter raushaut aus dem Rasen, ne, einfach ein bisschen Sand gemischt mit Saatgut und zack, ist nach, naja, 2 Wochen bei der Festuca, nach 2 Wochen hoffentlich der Schaden wieder weg. Ach, das ist nochmal ein cooles Exemplar hier. Das hat nämlich diese Blüten. Das sieht man nochmal sehr gut. Diese feinen Blüten gleich am Ende. Natürlich blüht auch das gleich. Dieses, ja, vielleicht ist es ja auch ein Gras. Es ist ein Binsengras. Vielleicht blüht das ja auch gleich, um sich schön zu vermehren. Es ist nicht wahr. So, das war's jetzt. Danke fürs Zuschauen. Bleibt dran, wenn ihr mögt. Und ich freue mich dann auf euch im nächsten Video. Tschüss. Gut. So, naja. Krasses Pferd. Oh Mann. Gut.